Ich war die letzten 3 Tage so nervös. Im Moment kann ich gar nicht so viel denken und ich fühle auch gar nicht so viel. Ich bin irgendwie fertig jetzt. Natürlich freue ich mich. Also klar, für das trainiere ich das ganze Jahr und reiße mein ganzes Jahr den Arsch auf. Damit man irgendwann ganz oben steht. Ich freue mich. Ich bin echt so froh, dass es so positiv irgendwie verlaufen ist. Und fertig. Ja, genau, das werde ich auf jeden Fall machen. Meine Eltern sind das erste Mal da international, deshalb werden wir ein bisschen feiern. Wahnsinnig toll gemacht. Also ich bin kistenstolz auf Isabel, was sie heute abgeliefert hat. Mit so einem riesen Vorsprung vom ersten Meter an Vollgas gegeben, durchgekämpft bis am Ende. Also absoluter Vorbild und ganz, ganz toller Job von Isi. Ja, das ist immer, also ich finde das schwer halt einzuschätzen. Irgendwie, wenn man so alleine unterwegs ist, dann ist immer gut, zumindest wenn man schon mal jemanden überholt, dann das baut immer ein bisschen auf. Aber trotzdem, also man ist ja so ein bisschen hilflos da drin. Nein, also ich würde schon sagen, dass wir da antreten und eine Medaille wollen, klar. Also wir sind Weltmeister und wir haben Thompson, wie immer. Also da kann eigentlich nichts schief gehen. Ich weiß nicht, das ist halt im Freiwasser, schwimmt man ja normalerweise nie Team. Und es macht so unglaublich viel Spaß, weil man das irgendwie halt sonst nicht hat im Freiwasser. Und ja, ist irgendwie spannend. Also ich finde, das ist das geilste Rennen.